Leute, was? Wir spielen Mario Kart Wii! Was? Nein, was? Bro, sag doch Bescheid davor. Oh mein Gott. Du sagst so, man gefühlt in der Aufnahme, sag doch Bescheid. Bro, hab ich doch vor 10 Sekunden, Bro. Aber nicht in der Aufnahme. Ey, Leon ist auch noch mit dabei. Leon auf Twitch. Was geht? Bruder, ey, du warst heute, ne? Ich hab gesehen, du hast heute Mario Party DS gesehen, Bruder. Das Gefühl ist mehr Zuschauer als ich. Mario Party DS ist aber auch ehrlich ein geiles Game, Bro. Das hat richtig Bock gemacht heute. Bruder, ist auch viral gegangen mit Mario Party DS, wie man chill doch wissen. Auf einmal, Bro, Domtendo hat gerade Angst um seinen Job bekommen, Bro. Es war crazy. Bruder, okay, so weit sind wir noch nicht, Bro. Also aber ey, krass, man. Auf einmal Mario Party DS gestreamt und. Ja, es ist irgendwie, wenn ich auch Mario Party streamer, Bruder, ich weiß jetzt auf einmal, Leute sind da. So, hä? Ich weiß nicht, genau, warum Mario Party so beliebt ist irgendwie. Ich check das gar nicht. Also ich finde das ja so funny, das Game. Ja. Aber weißt du, also, das ist jetzt nicht so der Schocker für mich. Weißt du, ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf, so um Mario Party zu spielen einfach. Ich check. Aber. Ja, ich stream oft, das hat seine Gründe, by the way, kann man vielleicht mal in einem anderen Video drüber reden, aber ich stream oft Mario Party 10 und Mario Party 9, wie gesagt, das hat seine Gründe, und ey, oft kommen so, richtig so Nostalgie-Leute über diese zwei Spiele, und ich find's so voll cool irgendwie, so, keine Ahnung, so, ich meine, Mario Party 10 und 9, das sind so schon eigene Mario Partys, und keine Ahnung, so, auf einmal spielt halt Mario Party 10 und dann auf einmal, ich glaube, ja, ich spiele mal ein paar die 10, gab Bowser Mode. Ich bin nicht der Bowser, aber ich bin halt einer dieser vier Mitspieler. Auf einmal dann auf dem Bowser Feld und dann stand da Bowser Junior, oder Bowser, keine Ahnung, ich glaube Bowser Junior hat auf einmal alle meine Herzen geklaut, bis auf eins. Was? Hey, wie unfair kann das Spiel sein, Bro? Hatte so 6 Herzen, auf einmal eins? Hä? Was soll das? Content, Bro. Aber das mit der Nostalgie, das fühle ich auch mega, Bro. Ich stream so Mario Party DS, auf einmal alle Leute, sie schreiben so, ja, Top-Liste gefühlt von den ganzen Minispielen. Auf einmal, die Leute haben so die CPUs von dem Game studiert. Ja, Leon, wenn die bei dem dieses Item klauen oder so, dann nehmen die nie den Spieler, sondern immer den dritten Bot oder so. Ach so! Bruder, so, auf einmal mal ein paar DDR-Speedrunners oder so. Diese Leute, die versuchen, Fake-Speedrunners zu catchen, sind auf einmal bei dir, Bro, und haben ein ganzes Spiel analysiert. Ich schaue so gerne, du denkst, die machen so Tests oder so den ganzen Tag von Mario Party DS. Und die sind einfach bei dir im Chat, ey, krass. Ist auch imagine. Aber übrigens ganz kurz, Leute, ich war vor dem Part duschen. Ein paar Haare gewaschen, dann sehen meine Haare so aus, wie sie gerade aussehen. Wie also, was jemand das gefragt hat, so, ich glaube, niemand hat sich das gefragt. Sehen die aber crazy aus oder nö. Eher so? Nö, was ist crazy, aber so nass, glaube ich, für ein bisschen noch. Keine Ahnung, ich bin jemand, der so, ich gehe Haare waschen, trockne die mit so Tuch, man kennt's. Und Tuch? Badetuch halt, man kennt's. Und dann, das war's dann so, weißt du, das war's. Nix mit Föhn, weil dann sehen da irgendwie meine Haare ein bisschen anders aus, so wie ich es gerne haben will. Aber ja, jeder Hand hat das anders. Alles gut, nur ihr wisst Bescheid, benutzt halt keinen Föhn und habt ihr halt ein bisschen abgetrocknet, so gut das ging. Aber kommt, der trocken sind die nicht. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Ey. Föhn bin ich auch kein großer Fan, aber letztlich war es so beim Friseur, okay, er schneidet so die Haare, okay. Check, man. Und dann? Er macht so den Finisher, okay? Er macht so leichte Tendenz so mit Föhn, okay? Okay? Er macht so Haare hoch. Ich war geschockt. Wow, wow. War's gut oder schlecht? War heftig. Er hat richtig gecarried. Bruder, richtig gecarried, nice. Ey, ich weiß noch so einmal, das war noch in meiner Ausbildungszeit. Und es war so Mittagspause. Und Mittagspause war so. Okay, ich geh jetzt Haare schneiden, so, ne, da, man kennt auch, also, weißt du, so, war dort öfters Haare schneiden, so, coole Leute. Und auf einmal, war es, glaube ich, irgendwie so, dass die Auszubildende meine Haare geschnitten hat dann. Und, das war halt so, irgendwie, keine Ahnung,
ich habe nichts mit, ich habe mit ihr gefühlt kein Wort ausgetauscht, da war meine Haare geschnitten und ich habe gefühlt mit ihr kein Wort ausgetauscht und das ist so für mich auch voll fein so. Das, ich würde auch wirklich sagen, so, ich bin jemand, wenn er beim Friseur ist, ich muss nicht unbedingt reden. Also es kommt manchmal vor und manchmal redet man auch, aber also ich brauche das nicht unbedingt. So, weißt du, wie ich meine? Also so, es hat ja nicht mal was mit Schüchternheit in dem Fall zu tun, sondern eher so dieses, ich genieße gerade einfach die Stille. Und auf einmal kommt der Chef so zu der Auszubildenden und sagt, du musst mit ihm reden. Und ich dachte so, oh nein, muss sie nicht? So, hä, Bro? Sie muss nicht mit mir reden, Bro. Ist alles gut, Mann. So, weißt du, ich genieße gerade die Ruhe, passt, Bro. Aber dann, was ist das? Auf einmal, Bro? Sie fängt an zu reden. Ja, wie ist das Wetter denn heute? Wie, was denkst du darüber? Ey, das Ding ist, ja, in dem Moment habe ich das halt auch mitbekommen. Er sagt das vor den Kunden in dem Moment und hat er die Auszubildende kritisiert vor mir. Und ich dachte so, ey Bro, ich versuche das jetzt zu carryen, so for real in dem Moment. So hatte ich nicht wirklich Lust zu reden. Es war irgendwie Mittagspause, so ich genieße auch gerne meine Ruhe und so, aber alles gut. Da haben wir mit ihr geredet so. Und alles war gut, so normales Gespräch, war am Ende auch kein schlimmes Gespräch oder so, alles chillig. Aber dieses in dem Moment habe ich mich wie in der Verpflichtung gefühlt, aber auch dann zu reden, weil weil er geht zu mir und sagt, sie muss reden. Dann dachte ich so, okay, jetzt führe ich ein Gespräch mit ihr, so ist okay. So, ich habe auch das Gespräch eher eingeleitet so als sie, was ja schlimm ist so, aber keine Ahnung, das war so unangenehm für mich, weil sie wurde vor meiner Fresse kritisiert und bei einem Gespräch gehören auch zwei Leute dazu und ich habe mich auch null beschwert, dass sie nicht viel geredet hat, gefühlt gar nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Friseure diesbezüglich ausgebildet werden, dass sie reden müssen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Kunden. Weiß nicht, Bro. Also ich rede da jetzt auch nicht so viel beim Friseur, aber mein Friseur ist echt heftig korrekt. Das letzte Mal, als ich beim Friseur war, vor so zwei Wochen, ich war geschockt, okay? Ich gehe sofort zum Friseur. Ich habe erzählt, da hat er zuerst diesen Föhn-Trick gemacht. War ich schon so, wow. Und dann, danach, ich gehe so ins Gym, okay? Ja. Gerade so zwei Stunden später, so SpongeBob-Transition danach, ich gehe so aus dem Treppenhaus raus, ja. Auf einmal mein Friseur kommt mir entgegen. Oh mein Gott. Und du warst so ultra geschockt, dass er einfach bei dir wohnt, oder was? Wo war er überhaupt? War das beim Fitness? Ich check das gar nicht. Ja, er war beim Fitness. Voll geil. Ey, die Welt kann manchmal echt klein sein, Mann. Aber netter Zufall. Netter Zufall. Deine Friseur, wo ich noch war. Also da, es gibt schon einen Main-Spot, wo ich hingehe zum Haare schneiden und so. Und dafür gehe ich halt oft wieder im Bus oder mit dem Zug schon dorthin. Und dann gehe ich halt so rein. Ich mache auch die Termine, sag so, yo, ich mache gerne Haare schneiden. Die so, ja, safe. Dann machen wir einen Platz frei und so. Und es gibt dort einen Friseur, der so, ja, der gerne gamet in seiner Freizeit so. Und also Breath of the Wild, das neue Pokémon. Also was machst du noch so? Das war so auch mal hat er mich glaub sogar gefragt, was machst du noch so? Ich so, was hast du Ferien? Ich so, ja, Gamescom steht an. Das war schon ein bisschen lange her so. Und also dass wir halt über Gamescom dann noch ein bisschen geredet haben und also, ja, ich muss dort auch unbedingt hin. Ich so, ja, yeah, Mann. Bro, er war richtig heftig, ja. Bruder, er will irgendwann zu Gamescom, Mann. Und Gamescom ist für mich so, ja, muss das, also gehe ich gerne hin, so. Und, ja, haben wir auch manchmal über Games geredet, so. Sofern er halt meine Haare schneidet, so, der ist auch nicht immer da. Und er macht manchmal auch jemand anders meine Haare. Aber, ja, da gibt's einen Friseur, der gerne zockt. Und danke, halt Friseur, Nintendo. Bro. Am Ende, du weißt nicht, er ist so der größte Germi-Fan, Bro. Er kennt jeden Hiding-Spot von uns, Bro. Bruder, das war wirklich crazy. Das hat das eben mit meiner Arbeit so. Ich weiß teilweise nicht wirklich so, wer alles meine Videos schaut, wer weiß davon Bescheid und sagt aber auch nicht davon Bescheid, dass er halt Bescheid weiß, der halt YouTube macht so. Oder, ey, ich hab dich mal auf TikTok gesehen und ich hab so,
Ich so, das kann gar nicht sein. Bro, das ist Bro, jedes Mal, ich weiß nicht, woran das liegt, ja. Aber irgendwie Instagram Reels hat so die Eigenschaft, ja. Dass das ständig irgendwie Leuten angezeigt wird, die man so im Real Life kennt, habe ich das Gefühl. Also, oh, Bro, okay. Gefühlt jeder, der mich so kennt, Instagram Reels haben die so angezeigt bekommen. Es ist crazy. Das hat safe was einfach damit, also mit einem Algorithmus zu tun, safe. Also muss da irgendwie, das kann ja kein Zufall sein, weißt du, was ich meine? Ja, safe, 100%. Wenn wir wundern. Aber ja, so ist das, Leute. Na, wer schaut alles meine Videos? Wer, na, auf einmal, was dann noch, auf einmal so, ich stream so und auf einmal jemand so im Chat, ich hab dich beim Einkaufen gesehen. Ist so, okay, geil, Mann, Bro. Hä, hey, crazy, Bro. Ehre, Mann. Ey, das ist aber for reason, dieses, ich hab da auch mal mit anderen YouTubern drüber geredet, so, dieses, wie oft wirst du erkannt, dies, das, also, mach mal, es kommt, das meiste, was dann gesagt wird, ist so, ich war kaum erkannt, und das zweite ist dann auch, ich gehe aber auch kaum raus. So, dieses Ding. So, was irgendwie Sinn macht. So. Am besten, Bro, du lässt dir dann noch so Supermarktessen liefern, Bro. Du bist einfach nicht mehr draußen. Ey, Bro. Und, aber dann geschockt, so keiner sieht mich einfach, hä? So, ja, Ultra-Schock-Moment auf einmal. Aber, ey, wir machen eben zwei Kaufs. Marco, wie ist echt am Legendary Game? Na, alleine hier Funky Kong, Bowser Bike, Bruder. Bro, ey, das ist so geil, wirklich. Ich bin bereit fürs Tournament, Bruder. Wisst ihr, was ich meine? So jetzt Flower Cup, Ende Flower Cup, Bruder. Ey, das Video geht genau Flower Cup, Bruder. Ich erinnere mich noch, als ich letztes Wochenende so, ich saß so da und ich dachte mir so, Bro, wenn ich mit Germi mal Flower Cup spielen kann, Digga. Ja. Ja. Aber du spielst ja immer mit, aber du schaust mir gerade dazu. Sag mal, was... Bro, das ist Spaß genug, auf ernster Basis. Das ist so, wie wenn man mitspielen würde, Mann. Ey, ich glaube sogar, mein erstes Let's Play, was ich jemals aufgenommen habe, war ja so mit so einer Kamera und so, selber abgefilmt und so. Ich finde die Videos nicht mehr, ich ist irgendwie Nintendo LP oder so, keine Ahnung. Ich finde einfach die Videos nicht mehr, leider. Nintendo LP, Bro. Ja, so, keine Ahnung. Hab auch immer, hab immer gesagt, das war Schicksal. Das war Schicksal. Der Goomba hat mich getroffen, das war Schicksal! Also nicht so in diesem Ton, aber Bruder, also Schicksal wurde öfters gesagt. Ja, Commentary durchgespielt einfach. Bruder. Und ich hatte glaube echt so 10 Views oder so auf dieses Video, so oder auf die Parts. So, es waren irgendwie 4 Parts oder so. Ja. Aber, ja, Marco, Wii ist schon Nostalgie-Game, so for me, für mich. Und ich weiß sogar noch, ich hab... Gut, dass du übersetzt hast, sonst hätte ich nicht gecheckt. Ich hatte sogar einige Mario Kart Wii Themenvideos auf meinem Garni Best of Channel. Und es gab auch Momente, wo ich Gameplay von anderen Leuten genutzt habe. Ich habe die gefragt. Habe ich immer gefragt. Da bin ich jetzt ganz unsicher, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Aber die Story geht über. Also verdient habe ich die Person safe dann. Aber es ging aber um ein Gameplay. Video, also Marco Wii Gameplay Video, was ich im Hintergrund ablaufen habe lassen von einer Person, die competitive unterwegs war, so richtig so tryhard-mäßig, so auf süß natürlich, so, also jetzt, ich meine, das ist ja böse so, aber das war ein tryhard so ein bisschen, weil jemand da gut in dem Spiel war und wurde halt so oft Rückspiegel aktiviert, weil er halt schauen musste, wer ist hinter mir, was hat er für ein Item, dies, das und ey, da er den Rückspiegel so oft aktiviert hat, haben die Kommentare, ne? Die Kommentare unter dem Video dann, oder unter den Videos, die waren so Gameplay bezogen, Bro. Also die sind nicht aufs Video eingegangen, sondern nur auf das Gameplay und haben gesagt, so viel Rückspiegel, der Rückspiegel wurde so oft aktiviert, bla bla bla, das darf mich. Oh man, ich weiß das noch. Das war Bro, schmerzhaft. Die wundern sich, Bro, die schalten so bei Tryhard Gameplay ein und dann, hä? Dann kommt oft Rückspiegel. Tryhard Gameplay. Bro, das ist wie wenn man ins Gym geht und sich dann wundert, hä, ich muss Gewichte heben? Hä? Hä? Bruder, die wollen, die verlangen. Ich will Mario Kart spielen, aber ich muss Knöpfe drücken? Hä? Hä? Guck mal, wie die Item. Sehr popular. Boah, heftig. Popular. It's a very popular item. Bro, ey.
gestern habe ich mit amerikanischen Schülern aus der Party geredet. Er war voll korrekt. Über was habt ihr geredet? Bruder, wir haben so lange geredet. Zuerst, ich habe ihm so ein Interview gegeben. Weißt du, ich hatte so einen Steckbrief von ihm und da habe ich so Interview gemacht, okay, so, da stand auf Steckbrief so Videogames often, okay? Bei dir oder bei ihm? Bei ihm. Und da habe ich ihn so gefragt, was spielt der so? Da hat er so gesagt, er ist so Minecraft-Enjoyer, okay? Oh mein Gott. Da hat er mich so gefragt, kennst du einen guten deutschen Minecraft-YouTuber? Und was war die Antwort von dir? Ich war ein bisschen blank, muss ich sagen. Hä, Gummi HD oder so? Basti GHG, was für ein Mann? Ja, das Ding ist, ich habe ihm so erzählt, dass ich so richtiger Chaos-Flow-Fan früher war. Aber Chaos-Flow ist nicht mehr mein Geschmack, muss ich zugeben. Hab den nie wirklich verfolgt. Aber Grüße gerne raus, Bro, wenn du es hörst. Ja, Bro, Chaos, Flow, Minecraft und Save nicht. Minecraft Genesis war aber heftig. Ich weiß aber, wo Gamescom Minecraft-YouTuber zu mir gekommen ist. Aber ich sag dir, wer? Also mein Bruder, der Moment, ich dachte so, hä, was? Du kennst mich! Wie crazy! Aber das war so Twitter-Moment, weißt du, wie ich meine? Da konnte mir eh nur durch Twitter, glaube ich. Aber ja, das machen wir. Ja, Twitter ist mächtig, Bro. Man darf nicht haten. Bin nicht am Hatern. Auch wenn natürlich da. Egal. Aber ne, Twitter. Nein, dann hat er so gesagt, er mag so Minecraft. Und dann habe ich so gesagt, ja, lass doch mal, bevor ich komme, lass einen Minecraft-Server machen, okay? Und jetzt habe ich einen Homie gefragt, den allerechten Ninja Kiki, ob er Minecraft-Server macht. Und er macht Minecraft-Server. Bruder. Eingefädelt wie ein Profi, checkst du? Bruder, aber Austauschschüler, du gehst ja dann irgendwann nach Amerika oder wohin gehst du jetzt? Ja, genau. Bruder, ja dann. Ne, wo bleiben die Neon ab? Du hast sie gefragt und kannst du von dort aus auch scoren? So für Videos oder so? Safe. Ich glaube, es ist Impossible Challenge. Ja, wobei, also ich werde Mike auf jeden Fall mitnehmen, aber schwierig einzuschätzen, wie viel Zeit ich da auch habe. Ja, okay, check. Aber, na, viel Erfolg, viel Spaß dann dort. Ist das von der Schule aus? Oder wie kannst du dir das dann leisten, so freizeittechnisch? Weil du musst ja Schule eigentlich, oder? Das schon von der Schule aus, ja. Meine Schule hat das nicht gehabt, Bro. Das ist mega OP, Bro. Kann einfach 2 Wochen Schule skippen, einfach. Ist heftig. Bruder, kann auch so Urlaub machen. Ich glaube, das war so richtig. Doch. Ich würde das, glaube ich, echt entscheuen, aber so auch mal so Austauschschülermäßig, das muss voll cool sein, Mann. Du kannst aber so ein anderes Land gern, die Erfahrungen von anderen Leuten mitnehmen. Weißt du, dann gehst du so in einem anderen Land mit so einem Homie raus und dann erlebt er was so. Bro. Aber so Seemann, Alter, also ein bisschen mal, weißt du, so, boah, mir wird das so gut, so ein bisschen. Nicht nur vor PC sein. Ja, das. Also auf Ernst, bin richtig zufrieden gestern so mit dem Call, Bro, weil ich dachte so, ja, okay, ich rede so jetzt so 10 Minuten mit dem. Ja. Wir haben so 2 Stunden irgendwie geschnackt oder so. Auf Ernst, ist korrekter Typ auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Ich frag mich, ich habe ja mit dem auf Discord geschrieben, safe? Okay? Und er hat mich bis jetzt noch nicht drauf angesprochen, Bro, aber auf Discord ist er so alles von mir verlinkt, Bro. Also da wird ja zum Beispiel auch so angezeigt, wenn ich so live bin oder so, ob er das schon gesehen hat. Frage ich mich. Boah, also das Ding ist, also wenn das jetzt bei mir wäre, also ich weiß nicht, bei mir, aber ich würde glaube das abchecken. Das wäre so wirklich so, wenn das Audio abchecken würde. Also ich hätte dann das mitbekommen, aber das wäre dann, ja, wobei, würde ich das dann auch der Person anschreiben diesbezüglich oder würde ich das einfach in einem Call erwähnen? Das wüsste ich jetzt gerade nicht, aber Ich würde eher dafür sprechen, dass er das abcheckt. Aber ich kann jetzt so aus meiner Perspektive reden. Also, ich weiß auch noch so, ja? Ich denke mir das halt auch, wenn ich jetzt an seiner Stelle sozusagen wäre, ich hätte gescoutet, Bro. Checkst du, wie ich meine? Normal, Mann. Also, ich weiß auch noch so, ich wollte mit einer Person reden, ne? So, die sich mit einer gewissen Sache auskennt. Und dann, die so, ja, so heißt sie und die Person. Und bevor ich dann mit der Person geredet habe, habe ich halt so Discord die Verlinkung angeschaut und dann habe ich auf einmal gesehen, da macht der Videos! Was? Da macht der wohl die krassen Videos, Bro! Also krass, doch schon ein bisschen krass. Und
Ich war so ein bisschen geschockt, so, ah, lol, okay. Mit der Person, die Ahnung hat über das Thema. Die macht aber auch YouTube und dann habe ich schon so einen gewissen Blick gehabt über die Person, so, was sie so gerne macht, YouTube-technisch. War cool, Mann. Discord. Bro, YouTube, crazy Plattform. Discord auch crazy Plattform. Oder Skype. Skype. Stell dir vor, ich weiß noch, das Ding ist, das erste, was ich von dem hatte, war so Mail, okay? Mail. Wie geil wäre so gewesen, ich habe ihm dann halt so Mail geschrieben und so, ja, Bro, schick mal deinen Instagram-Account oder Discord oder so. Und da hat er so geschickt, okay? Wie geil wäre gewesen, wenn ich so Mail geschickt hätte, aber ich hätte so meinen Skype-Account einfach verlinkt. Bruder, meine Antwort war, geht auch Discord? Geht nicht mal so. Also for real, Skype wird, glaube ich, nicht mal angehen. Weil irgendwann werde ich mir vielleicht die alten Chatverläufe anschauen, die ich damals hatte, die teilweise, I guess, schon cringe waren, I guess. Aber hey, man entwickelt sich weit, oder? Bro, ist halt Skype so. Hat mein Bruder immer in den World of Warcraft-Zeiten benutzt, Bro. Das war insane. Immer so 12 Stunden am Tag World of Warcraft, Bro. Boah. Bei meinem Bruder war es eh insane, weil das Ding ist so, das war so 10. Klasse oder so, war bei dem so Hochphase, okay? Boah. Und dann sein. Hochphase? Der hatte immer mit World of Warcraft. Oh, Bro, und dann sein einer, die waren halt echt richtig verschwitzt, Bro. Die waren ehrlich mega gut PvP-technisch und so. Okay. Und dann sein einer Homie wurde einfach gebannt und dann hat er keinen Bock mehr gehabt, dann ist er auf einmal so richtig gut geworden in der Schule. Was? Aber wie krass, aber einmal gebannt und aufgehört. So, boah, wenn man mich in Hobart gebannt hat, Bruder, ich bin wieder aufgewacht, weißt du, wie ich meine? So, ich war noch ja, da, safe, aber es war halt irgendwie das Problem, Bro, als sein Homie gebannt war irgendwie die Luft raus, Digga. Oh Mann, wie schade, aber. Übrigens, ich wurde in Hobart echt wegen den dümmsten Gründen gebannt, so. Also, for real. Also, for real, das haben wir wirklich was gemerkt. Was ist denn so passiert, Bro? Ich hoffe, ich darf das erwähnen, aber ich weiß noch, ein Bann war, weil ich einfach geschrieben habe, ey, kennst du Habbo, Punkt, und dann war so ein Free Habbo Hotel Use Ding, weißt du, so Habbo Hotel, wo man gratis Taler bekommen hat und so, aber so dieses... Aber war das so real oder war fake? Das gab's damals, aber einfach so dieses, kennst du dieses okay. Habbo, Punkt, bla 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 bla, und das habe ich einfach gefragt, ich glaube, die Person hat mich dann gemeldet, weil dieses Ding ausgeschrieben habe, aber haben nur gefragt und dann Dauerbahn, Bro. Mein Account war weg. Weil ich hä, wie gesteigert? Habe. Das war mega weird und sonst, keine Ahnung, wurde noch jemand gedauerbannt. Ich weiß nicht mehr warum, aber ja, Mann. Also, es gab auch damals Hub-Hotel, wo man halt gratis Taler bekommen hat dort. Öfters so und es war trotzdem eine Hub-Community, aber Hub-O wollte natürlich eine Pizza. Den richtigen Hub-Hotel-Versionen Geld verdienen. Und da gab es halt diese Fake-Hub-Hotel-Dinge von anderen Leuten erbaut, die halt auch dadurch Geld verdient haben, soweit ich weiß. Aber ja, keine Ahnung. Hab nur gefragt. Jedenfalls hast du gerade gewonnen, gell? Ja. Standard. Ja, ist gut. Standard. Ah, schon wieder ein Pokal. Was soll ich denn noch hin tun? Checkst du mich mal. Nenn mich Primo, checkst du. Herrscher Raf Kamora. Ey, Leute, danke, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Marco Wii, ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich kann gerne mehr Marco Wii Videos bringen. Na, da muss ich immer meine Wii rausholen und so. Bisschen nervig, aber ne, ich mag Marco Wii Videos auf YouTube, wenn Leute über Themen reden. Und na, ihr wisst Bescheid, man. Schau mir das gerne auch an, je nachdem. Ey, danke dir, dass du dabei warst. Und ey, kein Problem, hat fett viel Spaß gemacht. Ging richtig schnell vorbei. Also, ciao, ciao, Leute. Ciao. Kommentare sind gerne gesehen. Wie sind wir mal?